Morgen kann Und man. Sie haben sozusagen Kritik am Schäuble-Papier, das vorsieht, da muss man dazu sagen, dass jetzt Unternehmen besteuert werden oder zumindest überprüft werden bis zu einem Wert von 100 Millionen, Milliarden wäre schöner, Millionen Euro. Ja, Herr Schäuble verkennt einfach die Bedeutung von mittelständischen, familiengeführten Unternehmen für Arbeitsplätze in Deutschland. Viele tausend Beschäftigte in Deutschland arbeiten in solchen Betrieben und deshalb muss es einen Unterschied machen, ob ein Erbe den schnellen Reibach macht oder weiterhin ein Unternehmen fortführt. Und deshalb halte ich die von Schäuble vorgeschlagenen Grenzen für zu niedrig. Da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Wo läge denn Ihre Grenze der Besteuerung? Also Schäuble schlägt da vor, bei 20 Millionen Unternehmenswert die Bedürfnisprüfung zusätzlich einzuführen. Ich meine, bei 100 Millionen Unternehmenswert wäre das richtig. Vor allem bin ich auch der Auffassung, man sollte nicht am einzelnen Erben das festmachen, dass er 20 Millionen bekommt, sondern wir sollen es am Gesamtunternehmenswert festmachen, so wie es auch das Bundesverfassungsgericht nahelegt in seinem Urteil. Ich glaube, Schäuble unterschätzt einfach die Bedeutung der Mittelständler und auch die Bedeutung der mittelständischen Betriebskultur der Familienunternehmen für die deutsche Wirtschaft. Das ist fachlich alles okay, also alles verfassungsfest, was er vorschlägt. Aber die wirtschaftspolitische Dimension hat er ausgeblendet. Er schlägt auch vor, dass man die Privatvermögen mit einbezieht, dass dann, wenn Steuern fällig werden, eben auch das Privatvermögen des Unternehmers mit herangezogen werden kann. Was sagen Sie davon? Das halte ich für schwierig. Zunächst mal kann es, wenn dann nur darum gehen, das ebenfalls mitvererbte Privatvermögen anzutasten, nicht das vom Erben selbst aufgebaute, das wäre verfassungsrechtlich nicht zulässig. Und zweitens wäre es eine weitere Erschwernis beim Betriebsübergang. Der Charme der jetzigen Konstruktion, die ja Herr Schäuble in der alten Großen Koalition 2008, 2009 mit unterstützt hat, ist gerade zu trennen zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Privatvermögen, Yachten, Villen, das soll alles tapfer besteuert werden, wegen mir auch höher. Aber Betriebsvermögen dient eben nicht dem individuellen Zweck des Erben, sondern das dient Gemeinwohlzwecken, der in dem Erhalt von Arbeitsplätzen, das sollte weiterhin berücksichtigt werden. Politisch charmant an der Idee ist, dass Sie ja in der SPD sind und Herr Schäuble in der CDU. Und jetzt könnte man den Eindruck haben, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, Herr Schäuble hat einfach vergessen, was den Mittelstand ausmacht, obwohl er selber aus Baden-Württemberg kommt. Und ich vertrete da die Interessen der Mittelständler in ganz Deutschland, aber natürlich in Baden-Württemberg sind sie besonders stark vertreten. Ich weiß um die Leistungskraft, um die Innovationskraft und auch um die Beschäftigungskraft, die von Mittelständlern ausgeht. Deshalb setze ich mich dafür ein. In aller Kürze wird es einen Kompromiss geben. Ich denke schon, Bund und Länder müssen letzten Endes sich auf eine Neuregelung verständigen. Das muss verfassungsfest sein. Und ich glaube, wir finden da zueinander. Wunderbar, danke schön. Nils Schmidt, Finanzminister von Baden-Württemberg, der sich gleich in eine Verhandlung mit dem Finanzminister Schäuble geben wird, wie die anderen Finanzminister auch, um die Erbschaftssteuer neu zu regeln. Und nebenbei bemerkt, die Unternehmer in Baden-Württemberg sind vollauf begeistert von Herrn Schmidt.